Darf eine Klinik für Schönheitschirurgie mit Vorher-Nachher-Bildern werben? Wir klären es in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger und Solmecke, und ich bin mit mir soweit zufrieden. Jedenfalls plane ich nicht, mich irgendeiner Schönheitsoperation zu unterziehen, aber das machen natürlich sehr viele Menschen, wie wir den Medien täglich entnehmen können. Und damit ist ganz schön viel Geld zu verdienen. Deswegen herrscht auch ein Konkurrenzkampf unter den verschiedenen Schönheitskliniken, sodass die ein oder andere Klinik schon mal darauf kommt, Werbung zu schalten. Das ist auch soweit in Ordnung, wenn die Werbung nicht mit Vorher-Nachher-Bildern ausgestattet ist. So hat es jetzt jedenfalls das Oberlandesgericht in Koblenz entschieden. Was war passiert? Die Klinik hatte aufzeigen wollen, so sah die Patientin vorher aus, so sah sie nachher aus. Und da sagen die Koblenzer Richter, das geht aber nicht, denn das verstößt gegen § 11 des Heilmittelwerbegesetzes. Ja, und was steht da drin im Heilmittelwerbegesetz? Da steht zwar drin, dass man seit 2010 mit bildlichen Darstellungen werben darf, nur dann nicht, wenn sie abstoßend oder irreführend krankhafte Veränderungen des Körpers zeigen. Allerdings gibt es von dieser generellen Werbefreiheit wieder eine Ausnahme. Denn dort steht, dass für operativ-plastische chirurgische Eingriffe nicht durch vergleichende Darstellungen des Aussehens vor und nach dem Eingriff geworben werden darf. Das bedeutet, Vorher-Nachher-Bilder sind nach dem Gesetz verboten. Jetzt hat die Klinik versucht, sich zu verteidigen. Naja, wer diese Bilder sehen will, muss sich ja vorher als Patient, als potenzieller Patient registrieren. Damit ist es ja eigentlich keine richtige Werbung, denn er ist ja schon fast Patient. Er muss seine Daten hinterlassen und es geht ja auch darum, dass er sich ein bisschen informieren kann. Das ist mehr Information als Werbung. Das hat das Gericht allerdings nicht zugelassen. Die haben nämlich gesagt, nee, nee, der Gesetzeswortlaut ist hier eindeutig. Ihr könnt zwar nachher einen Patienten beraten und dann gehen auch Vorher-Nachher-Bilder, wenn er Patient ist, aber in dem Moment, wo er noch nicht der Patient ist, ist es das Werben um den einzelnen Patienten. Und da ist das Heilmittelwerbegesetz eindeutig. Das Gericht ist dann auch hergegangen und hat gleichzeitig erläutert, was wollte man damals erreichen, als man diese Norm ins Gesetz eingeführt hat. Man wollte die Menschen schützen vor unnötigen Operationen, für die kein medizinisches Erfordernis besteht. Die damit einhergehenden Risiken sollten vermieden werden. Das bedeutet also, dass der Gesetzgeber sich dafür entschieden hat, eher gegen solche Schönheitsoperationen sich auszusprechen. Jedenfalls insoweit, als dass er sich dafür ausgesprochen hat, dass nicht noch unnötig dafür geworben werden kann. Was meint ihr? Sind schönheitschirurgische Eingriffe völlig normal und im Alltag mittlerweile angekommen, sodass es eines Werbeverbotes überhaupt nicht bedarf? Oder ist das schon in Ordnung, dass man die Menschen hier vor unsinnigen Eingriffen schützt? Wir wissen, dass es teilweise in Frankreich Probleme gab. Da sind dann Busen vergrößert worden. Das Plastik, was verwendet worden ist, war nicht in Ordnung. Teilweise ist Plastik geplatzt worden. Teilweise sind Frauen bei diesen Operationen gestorben. Ist das ein Schönheitswahn, den wir gerade erleben? Oder ein ganz neuer, normaler Trend, den man nicht durch Gesetze aufhalten kann? Mich würde eure Meinung dazu interessieren. Postet sie in die Kommentare. Und ich schaue mir das an und vielleicht drehen wir dann zu den Kommentaren ja bald schon ein neues Video. Einstweilen danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis bald.